Thema meiner Hausarbeit ist die Aktivierungsenergie. Deshalb beschäftigen wir uns erstmal mit der Frage, was ist die Aktivierungsenergie? Sie wird benötigt, damit eine Reaktion stattfindet. Sie ist die Energiedifferenz zwischen Reaktanten und Übergangszustand. Hier ist die passende Gleichung dazu. Ihre Einheit ist Kilojoule pro Mol. Dann schauen wir uns doch mal die Frage an, mit der wir uns passend zum Thema beschäftigen sollen. Welche Größen werden in der Arrhenius-Auftragung gegeneinander aufgetragen? Die Antwortmöglichkeiten lauten K gegen T, K gegen 1 durch T, ln von K gegen T, ln von K gegen 1 durch T und 1 durch K gegen 1 durch T. Aber damit wir etwas mit der Arrhenius-Gleichung anfangen können, werde ich diese auch erstmal zeigen. Also, die Arrhenius-Gleichung lautet, K ist gleich A mal E hoch Aktivierungsenergie durch Gaskonstante mal Temperatur. K ist hier die Geschwindigkeitskonstante, deren Einheit abhängig von der Reaktionsordnung ist. Allgemein lässt sich das als Mol hoch minus N plus 1 mal Liter hoch N minus 1 mal Sekunde hoch minus 1 formulieren. A ist ein Frequenzfaktor, der für verschiedene Faktoren steht, wie zum Beispiel der Stoßwahrscheinlichkeit der Moleküle. So, nun kommen wir zurück zur Frage. Es lässt sich natürlich jede dieser Antwortmöglichkeiten grafisch gegeneinander auftragen. Vor allem Antwortmöglichkeit A sieht man oft in Büchern. Das sieht dann so aus. Hier sehen wir einen exponentiellen Anstieg, doch aus dieser Antwortmöglichkeit lässt sich nicht so einfach die Aktivierungsenergie berechnen. Und genauso ist es auch mit Antwortmöglichkeit B, C und E. Doch mit Antwortmöglichkeit D ist das anders. Denn logarithmieren wir die Arrhenius-Gleichung, kommen wir auf das Ergebnis, ln von K ist gleich ln von A minus Aktivierungsenergie durch Gaskonstante mal 1 durch T. Vergleichen wir dies mit einer geraden Gleichung, sehen wir, dass ln von k dem y entspricht, ln von a entspricht n dem y-Achsenabschnitt, Aktivierungsenergie durch Gaskonstante entspricht m der Steigung der Geraden und 1 durch t entspricht x. Und auch das schauen wir uns an. Hier sehen wir die Gerade mit der Steigung Aktivierungsenergie durch Gaskonstante. Um die Aktivierungsenergie zu berechnen, müssen wir nun die Steigung mal der Gaskonstanten rechnen und schon haben wir das Ergebnis. Also merken wir uns, die Arrhenius-Gleichung wird durch die Größen ln von k gegen 1 durch t aufgetragen.